Moin Moin, willkommen zurück zum Operation Flashpoint Freedom Let's Play. So, wir sind jetzt hier in Mission 12, Sturm auf die Hauptstadt, Teil 1, und die Situation sieht wie folgt aus. Also, wir haben es geschafft, uns bis zur Hauptstadt des Feindes Bodrava vorzuarbeiten und stehen jetzt mit unseren Einheiten kurz davor. Ja, einziges Problem, der Feind hat einen Großteil seiner Panzerstreitkräfte zusammengezogen in Bodrava und hat sich dort jetzt verbarrikadiert. Ja, wir selber sind dem nicht gewachsen und darum müssen wir jetzt erstmal aus der Luft einen Großteil der Panzer zerstören, damit wir später mit gepanzerten Einheiten und Infanterie dort einrücken können. Ja, dazu stehen uns jetzt drei Kampfhubschrauber des Typs AH-64 und AH-1 zur Verfügung. Und wir werden hier auf ein von diesen Versorgungsschiffen starten mit unseren Hubschrauber, werden dann hier uns aus Richtung Südwest nähern und so viele gepanzerte Fahrzeuge wie möglich zerstören. Dabei müssen wir aufpassen, dass wir nicht unter Schildkörperbeschuss kommen oder zumindest sehen, dass wir den Schildkörperbeschuss ausweichen und diese zerstören. Ja, das ist im Grunde unser Auftrag, so viele gepanzerte Fahrzeuge zu zerstören wie möglich oder alle sogar. Okay. Ja, wenn wir das geschafft haben, fliegen wir zurück zum Trägerschiff. Ja, 3.5.2008. Wir haben es geschafft. Wir stehen vor den Toren der Hauptstadt. Nicht mehr lange und wir haben diesen Krieg für uns entschieden. Das Problem ist nur, dass der Feind sich in der Stadt verbarrikadiert hat. Jo, so sieht's aus. Okay, dann würde ich sagen, auf geht's, Sturm auf die Hauptstadt. Und schon schweben wir wie ein Kolibri in der Luft. So, okay. Geht es erstmal in Formation Reihe. Und alle eigenständige Angriff. So. Erstmal ein bisschen die Kiste drehen. Okay. Und auf die Hellfire wechseln. Und los geht der Angriff. Okay. Wow. Feuer. So, mach ich platt. Und weiter geht's. So, das war schon die erste Schildkarte, die wir ausgeschaltet haben. So, da ist ein Auto. Wow. Oh, oh. Da stehen wir schon unter Beschuss. Schilka, Ziel. Und Feuer. Abdrehen, abdrehen, abdrehen. Schilka. Okay, aufschalten. Schalten wir die Schilka auf. Feuer. Okay, Glück gehabt. Puh. Okay, so. Jetzt leben da unten noch ein paar Panzer. Das BMP. T-80. Feuer. Juhu, Treffer, super. Okay, was haben wir noch? Auf der Liste. Ein paar BMPs. Ja, fangen wir mal mit dem an. Okay. FFAR. So. Da vorne steht schon. Ah, der ist hinter dem Haus. Haben wir noch einen anderen? Da ist noch einer. Da unten steht auch noch T-80. Mal für die das manuelle Feuer übernehme ich. Okay. So. Anziehen.
Juhu. Und versenkt. Der T-80 da vorne ist auch noch nicht ganz zerstört. Da steht noch ein BMP. Da steht noch einiges. Ja, wir müssen die ganze Stadt hier säubern. Für unseren großen Angriff. Und versenkt. Super. Nächster bitte. Da ist noch ein T-72. Ah, nicht ganz getroffen. Dafür war der Winkel zu schlecht. So. Denn dieser ganzen Panzermacht sind wir normalerweise uns nicht gewachsen, wenn wir jetzt gleich angreifen würden. Mit unserer Infanterie. Weil, ja, ich würde sagen, warum haben wir keine Panzer? Ja, stehen uns auch wohl nicht so viele Panzer zur Verfügung. Der Feind ist da besser ausgerüstet. Aber dafür haben wir ja ein paar Hubschrauber von unseren amerikanischen Verbündeten gekriegt. Und den haben wir auch. Okay. So. Der lebt ja auch noch. War noch nicht ganz zerstört. So, jetzt ist er. Mal jetzt sehen noch. Ah. Der kriegt auch noch einen auf den Deckel. Kleinen Moment. So, da lebt auch noch einer. Ah. Jetzt habe ich verrissen. Guck mal, wir haben auch noch ein bisschen was anderes. Wir haben noch ein paar Hellfire. Hm, schalten wir doch noch mal was auf. Was hast du denn da noch? Guck mal, den T-80 da. Feuer. Jo, super. Fast zerstört. Kriege ich da noch eine. Also T-80 hält natürlich schon ein bisschen mehr aus. So ein T-72. Ganz normalen BMP-1 kann man auch mit einer FFA-R zerstören, wenn man richtig trifft. Das sind quasi ungefähr die gleiche Wirkung wie so ein Schuss aus der RPG oder LAW. Okay, Feuer. Jo, jeeha! Geil! So, da gibt es noch mehr. Luftabwehr-Soldat. Haben wir da noch eine Liste. Dann holen wir mal die 30 mm raus. So, wo sollen wir sein? Irgendwo hat er noch was gesehen. Ah, da ist auch noch ein Jeep. Da ist noch ein... Ah, da. AT Soldier, also... Im Wasser? Feuer? Ah, ist kaputt. Gut, so, alles erledigt. Kaputt, kaputt, kaputt. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann schalte ich nochmal auf manuelles Feuer wieder. Gehen wir nochmal die FFAR. So, wo ist denn hier noch irgendwas nicht so ganz zerstört? Ich glaube, da vorne. Hier vorne, mich alles täuscht. Ah, ich glaube, den hatte ich immer noch nicht richtig erwischt da, oder? Sieht nicht so aus. Jetzt aber. Alte Schweinebacke. So, dann kommt keiner. Das ist mein Motto. Okay, da hinter dem alten Hochhaus. Auch noch einer. Und da war einer. Ich korrigiere. Und ich glaube, ich habe da auf dem Hochhaus eben was hocken sehen. Was hockt denn da? Da noch was? Oder war das schon... War das schon tot?
Da ist einer runtergefallen. Wollte sich wohl verstecken vor mir. Alte Ratte. So. Hauptquartier an Gruppenführer. Uns wurde gerade gemeldet, dass der Feind einen Gegenangriff startet in der Nähe von dem Dorf Troski. Sie müssen dorthin fliegen und den Angriff stoppen. Viel Glück. Okay, mal eben in den manuellen Feuerbrechen und in den Schwebeflug gehen. So. War aber ein komisches Manöver jetzt hier. So, Moment. Okay. Aha. Neu bewaffnet mit Versorgungsschiff Invasion aufhalten. Dorf Troski. Aha, also hier. Okay. Gut, dann, ne? Abbrechen. Und dann geht's mal eben zurück. Und dann bewaffnen wir uns neu. Gut, 2, 6, neu bewaffnen. Und 3, 6, auch neu bewaffnen. Und wir bewaffnen uns auch mal neu. Ah. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Da können wir auch einen Schluck Kaffee nehmen. Nicken. Prost. Aus der Feldflasche, natürlich. So, da haben wir unsere Versorgungsschiffe gleich. Den manuellen Schwebeflug gar nicht abgebrochen. Oh. Achso, dachte eben. Ne, ich habe eben gedacht, die Lenkung hakt, aber. Das war wieder mehr. Das war mal wieder Einbildung. Na gut, so, jetzt müssen wir bei dem Versorgungsschiff, das sind diese zwei, genau da wo die, rechts, wo die anderen beiden schweben, das sind diese Landungsschiffe. Da müssen wir jetzt hinten auf der Plattform am besten landen. Ja. Heikles Manöver immer. Heikles Manöver. Steht immer ganz gerne fehl. Weiter. Ja, ja, weiter. Weiter, weiter. 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 So, neu bewaffnen. Ah! Er spielt ab, der Vogel, er spielt ab! Uah. Ah, die Poseidon hier. Und ihr Schwesterschiff. Zwillingsschwesterschiff. Die Poseidon. Das Problem war einfach. Dass ich nicht. Scheiße. Ich glaube, ich habe gerade mit meinem Hubschrauber das Schiff. Ja. Und da, das war mein Fehl. Habe ich vergessen, den Schub wieder zu erhöhen. ja. Da habe ich gerade irgendwie das Schiff, würde ich sagen, runtergedrückt. Ein bisschen so Spielengine, das nicht so ganz mitgemacht, würde ich sagen. Wir können natürlich jetzt auch ganz elegant in den manuellen Schwebeflug gehen. Gehen. Aber eigentlich geht das auch so. So.
So, Moment. Na komm schon. Jetzt aber vernünftig bitte. Ja, ich würde sagen, die hatten auch gerade Probleme. Es kann manchmal zu Problemen vorkommen, dass sie, wenn die da sich bewaffnen sollen und so, wieder irgendwo. Ich sag jetzt nicht der andere. Oh Mann. So, dachte, die haben sich jetzt auch gerade versenkt. Hätte ja jetzt auch eben alles geklappt, wenn ich jetzt eben nicht da mit meinem Hubschrauber eben mit der Schiff ein bisschen weiter geflogen da. Ein kleines bisschen weiter und irgendwie bin ich dann. Naja, hat die Kollisionsabfrage wohl nicht ganz geklappt und dann bin ich durchs Schiff. Ja, die Hellfire zu laden dauert jetzt natürlich einen Moment. Na ja, gut, und jetzt, ja, manchmal klappt das nicht so ganz mit der KI, kriegt das dann manchmal nicht ganz hin, an das Schiff ranzufliegen. Meistens klappt es, aber jetzt ist natürlich wieder der typische Vorführeffekt. Okay, voll geöffnet wieder. Und da klappt es natürlich wieder nicht. Okay, dann auf nach Trotsky und dann halten wir mal die Invasion auf. Kein Problem für uns. So. Dum dum dum. Karte. Nur bewaffnen. Erledigt. Okay, und weiter geht's. Kaffee. Ja, und dass ich da eben das zweite Mal abgestürzt bin, gleich nach dem Laden, das war mein eigener Fehler, weil ich halt versucht habe, vergessen habe, hier den Schub wieder zu erhöhen. Wenn man dann so dicht über dem Wasser fliegt, dauert das halt nur 2 Sekunden und man liegt unten. 2, 1, 9. So, jetzt habe ich gesagt, er soll zum nächsten Wegepunkt gehen. Das heißt, er geht jetzt Invasion aufhalten, fliegt automatisch hin, ohne mir zu folgen. Und alle Eigenständenangriff habe ich ja schon gegeben. Gut. Gut, dann haben wir es ja schon mal ganz gut geschafft. Oh, Feinpanzer. Oh, Feuer. T-80. Und gleich noch einen hinterher. Feuer. Die Braucher. Okay, nächsten aufschalten. T-72. Feuer. Na, sammelt zu viel. Das, bis ich da bin, fliegt natürlich die Rakete daneben. Kann man natürlich den Angriff auch nicht abbrechen. So. Egal, wir haben genug Munition. Und Feuer. Der war noch nicht zerstört. Da ist noch T-80. Feuer. Und noch einen hinterher. Ah, oder? Ne, ist zerstört. Super. Okay, noch ein Bogen. So, wer hat noch mich? Wer will noch mal? Feuer. Jo. Wir sind übrigens auch unsere Einheiten, also nicht, dass jemand denkt, wir sind nur meine gegnerische Einheiten. Da unten sind auch irgendwo. Müssen auch ein paar Abrahams und so rumstehen.
Okay, ist aber noch was. Schalten wir die nächsten auf. So. Ich möchte mal wieder manuelles Feuer haben. Und die FFAR mal. Da ist noch so ein bisschen was. Ist noch eine Sonderbehandlung benötigt. So. Schauen wir doch mal. War denn jetzt da? Jo, so, und da stehen dann noch zwei Experten. Die wurden noch nicht so ganz zerstört durch die Hellfire. Die Satzung ist vermutlich tot, aber das Fahrzeug selber noch nicht. Oder wie da. Übrigens, da steht ein Abrahams da rechts. Wir müssen auch ein bisschen Infanterie rumkreuchen und fleuchen. Jo, da haben wir es auch geschafft. Geil. Mission erfolgreich. Wir haben fast gewonnen. Also dieses fast gewonnen ist natürlich darauf bezogen, dass wir jetzt quasi fast die Hauptstadt eingenommen haben. Jo, was haben wir denn hier? Ihre Abschüsse 6 T-80, T-72, 3, 2 Schilker, 2 BMPs, BMP-2-2. 2 Luftabwehrsoldaten, 35 mal Besatzung. Ja. Und die beiden Experten, die gegen das Schiff geflogen sind. Weit vor der Stadt. Jo. Und jetzt ist es mit der Mission Sturm auf die Hauptstadt 2. Aber hier mache ich erstmal Schluss für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Mission. Tschüss.